Hallo liebe Zuschauer zu Steinzeit, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass er zum zweiten Mal schon zu uns ins Studio gekommen ist. Ich begrüße ganz herzlich den Hochschullehrer im Unruhestand, den Professor Dr. Werner Kirstein. Ich hoffe, Sie sind nicht böse, wenn ich das sage, aber wenn ich so verfolge, was Sie alles machen, dann kann man von Ruhestand eigentlich nicht sprechen. Richtig, gar nicht, ja. Das hat mir mal jemand gesagt, er ist jetzt im Unruhestand und ich finde das eigentlich ganz gut, die Bezeichnung. Das ist die Sache schon eher als Ruhestand. Also wir sprechen heute über Klima. Über das Klima, wie man es uns postuliert, oder vielmehr über die Klimapolitik, die wir haben. Wir haben uns schon einmal über dieses Thema unterhalten und in der Zwischenzeit ist wieder viel passiert. Ganz konkret wollen wir uns natürlich heute auch über die Klimakonferenz in Paris im Herbst 2015 unterhalten und natürlich auch die Folgen für uns und die Gesellschaft, das Ganze daraus. Nur nochmal, um es nochmal aufzugreifen, so, das war für Sie schon immer ein Schwerpunkt, auch in Ihrer aktiven Zeit damals an der Universität. Sie waren an der Hochschule, an der Uni Leipzig, am Institut für Geografie waren Sie früher tätig. Ja? Also es war schon früh ein Schwerpunkt von Ihnen. Ja, die Geografie befasst sich ja mit Klima auch, mit Klimageografie. Und die klassischen Klimatologen, die kommen alle aus der Klimageografie. Was jetzt da ist, die Klimawissenschaft, da muss man unterscheiden. Das sind Leute, die sind selten Klimatologen, die kommen aus einer ganz anderen Ecke. Das sind Modellbauer, die sehr gut modellieren können, die einfach das Thema Klima nehmen. Wir modellieren praktisch alles, so nach der Methode. Und sie sind zum Teil theoretische Physiker oder auch noch fachfremder und bauen eben solche Szenarien, Computersimulationen, unter anderem auch mit Klima. Man merkt es manchmal, dass wenn das Klima gefragt ist eigentlich, da kommt dann nicht sehr viel Vernünftiges, sondern es geht um Modelle. Mhm. Es gibt immer noch Modelle, die damals in den 80er Jahren ja angefangen haben zu existieren. So wurden gebastelt, sag ich mal, diese Klimamodelle. Und sind heute noch Modelle, obwohl die Politik, das wissen alle Leute, davon ausgeht, noch die Medien, das ist Faktum. Wir haben eine Erderwärmung. Mhm. Und die Wissenschaft sagt immer noch, das sind Computersimulationen. Muss man ja vorstellen, was für eine Kluft da dazwischen ist. Es wird einfach als Faktum, als Tatsache. Also es gibt ein wissenschaftliches Postulat, was seit Jahrzehnten mehr oder weniger den Modellcharakter nie verlassen hat. Und gleichzeitig gibt es die allumfassende Wahrheit, die uns in den Medien eingetrichtert wird, dass wir von einer Klimakatastrophe mittlerweile sprechen. Ja, ich nenne diese Leute, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, gerne die Alarmisten, die Klimaalarmisten, dass die an jeder Ecke schreien, Hilfe, Hilfe, wir müssen jetzt und so weiter. Und gerade dann, das war im Oktober oder November letzten Jahres, diese Klimakonferenz in Paris, ich glaube, es war im November. Das war kurz nach den Anschlägen. Ja. Ende November war das, glaube ich. Da waren doch die Sicherheitsbestimmungen so hoch, weil so viele Staatsgäste da waren, ich entsinne mich. Ja. Was für einen Zweck erfüllt denn dieses ganze Spektakel da? Wenn man jetzt mal sieht, es waren, glaube ich, 50.000 Teilnehmer, wenn man jetzt jede Sekretärin und jeden Laufburschen mitrechnet, mit den Medien, waren da 50.000 Menschen in Paris versammelt, die alle ein einziges Thema hatten, nämlich der Klimawandel. Ja. Was soll dieses ganze Spektakel? Es ist keine Wissenschaft, was da gemacht wird. Es sind auch keine Wissenschaftler, höchstens als Zaungäste vielleicht mal, sondern es sind Politiker eigentlich. Mhm. Politiker, die erreichen wollen, sollte ja auch das Ergebnis sein, dass die Welt, die politische Welt, sich einigt, CO2 zu minimieren, aus der Atmosphäre möglichst fernzuhalten und zurückzuführen. Es gibt ja einen tollen Ausdruck, Dekarbonisierung. Ja. Wunderschön. Also es klingt ganz toll, so wissenschaftlich und erhaben, dieser Begriff, ja. Da steckt schon wieder Ideologie dahinter. Es geht nämlich darum, die fossilen Energieträger aus der Erde, sie da drin zu lassen, nicht mehr rauszuholen, sie drin zu lassen. Und wenn die drin bleiben, werden sie nicht verbrannt und es gibt kein CO2. Mhm. Das ist also der Sinn der Sache. Aber ich sage ja, und das kann man ja noch belegen hier im Laufe des Gesprächs, CO2 ist kein Klimakiller. Mhm. Also mit dem Klima, mit der Temperaturerhöhung gar nichts zu tun. Ja, das ist das eigentlich Entscheidende. Ja. Ja. Aber warum wurde dieser Klimakonferenz so eine große Aufmerksamkeit geschenkt? Ist das einfach die politische Agenda, die jetzt durchgeboxt werden soll, dass alle politischen Führer auf dieser Welt ins gleiche Horn blasen und sagen, wir müssen das tun, Aktionismus, wir sind jetzt hier gefordert, voranzugehen?
Ja, man wollte, glaube ich, eine Nachfolge des Kyoto-Protokolls haben. Kyoto-Protokoll sagte ja, wir müssen irgendwann das CO2 reduzieren. Das war 95, glaube ich. Ja, ich glaube, in dieser Zeit war das. Und da brauchte man jetzt einen Verlängerungsvertrag. Und immer wieder gab es ja Klimakonferenzen, Kopenhagen und hier und da, Bali und wo die überall waren. Da reisen die Politiker, setzen sich ins Flugzeug und fahren von einem Ende der Erde aufs andere Erde, fliegen rum und verbrauchen übrigens damit zusätzliche Maschinen, die Treibstoff verwenden. Und da wird auch CO2 produziert. Aus den Triebwerken. Aber das spielt keine Rolle. Die Klimakonferenz muss offenbar sein, so sieht das die Politik. Aber es kam nie was bei raus. Beim letzten in Kopenhagen hieß es noch, außer Spesen nichts gewesen. Man hat geredet, viel geredet. Aber jetzt glaubte man ja in Paris, man hat einen Durchbruch geschafft. Wenn ich da, vielleicht haben Sie es gesehen, unsere Ministerin Hendrik, glaube ich, heißt sie, ja. Die Umweltministerin, die in Tränen ja aufgelöst war und sagte, wir haben einen Durchbruch, wir haben es geschafft, die Welt reduziert CO2. Also wie man sich emotional da so reinsteigern kann. Mhm. Aber das CO2, wie gesagt, gar nichts zu tun hat damit, das ist das eine. Und das andere ist, sie war froh, dass alle Länder, die da waren, sehr viele, noch nie so viele da gewesen, gesagt haben, gut, wir einigen uns darauf, wir reduzieren CO2, bringen nicht mehr so viel in die Atmosphäre. Aber das ist eine Verabredung, eine Vereinbarung. Die Länder haben gesagt, wir einigen uns darauf, dass wir das reduzieren. Und wie viel wir reduzieren, das bleibt natürlich in unserer Hand. Und das melden wir dann einer Organisation und sagen, wir haben CO2 reduziert. Mhm. Ja, was ist denn das für eine Grundlage? Da kann ich doch schreiben, was ich will. Ja, ja. Dann nehme ich doch die Zahlen, die ich mir vorgenommen habe, die leite ich weiter. Mhm. Und weiß, in welcher, das können wir gar nicht erreichen. Also ist eine Luftblase, das ganze Abschlussstatement von Paris ist... Aber diese emotionale, sage ich, dieser Ausbruch, das zeigt mir doch, dass die Ministerin fest dran glaubt, dass tatsächlich das CO2 verantwortlich ist für eine Klimaänderung. Mhm. Ja, das heißt, sie hat sich noch nie mit den Fakten beschäftigt. Ja, wenn Sie gerade sagen, so ein Glaube daran, Kopenhagen erinnere ich mich, das war vor ein paar Jahren diese Klimakonferenz, da gab es einen viel beachteten Trailer, so einen Kurzfilm, der als Zuspieler für diese Konferenz produziert wurde. Es war ein Mädchen, ein kleines süßes Mädchen, das über eine Wüste läuft und die Wüste wird immer karger, der Boden bricht auf und irgendwann kommt ein Sturm und sie hält sich an einem Ast fest und wird wirklich orkanmäßig rumgeblasen und so weiter. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann passiert genau das. Man hat also emotionalisiert, man hat mit Bildern, mit falschen Bildern versucht, die Menschen emotional abzuholen. Und ich glaube, das ist eine doofe Entwicklung. Ja, das ist eine ganz gefährliche Ebene. Weil es geht weg von der Wissenschaft hin zu einem Dogma, hin zu einer Religion. Ja. Und jetzt natürlich die Kardinalsfrage gleich vorneweg. Ist der Mensch denn für den Klimawandel verantwortlich? Und vor allem, was ist denn der Klimawandel überhaupt? Ja, man muss zwei Dinge unterscheiden. Klimawandel, das wird von den Klimawissenschaftlern gebracht, also die eigentlich keine Klimatologen sind. Der Klimawandel steht nur für den Vorgang, dass der Mensch eben verantwortlich wäre. Also das wird als Klimawandel bezeichnet. Dann gibt es von den eigenen Klimatologen, aus dem Hause stamme ich ja auch, die haben früher immer, im Studium war das immer, Klimaänderungen, Klimavariationen, Klimafluktuationen, das waren die Begriffe. Mhm. Und Klimawandel, dieser Begriff ist völlig neu erschienen, erst eben mit dem Exempel, der Mensch sei verantwortlich dafür. Also ein eigener Begriff, der von den Klimawissenschaftlern kommt. Ich habe als Klimatologe gesagt, das hast du noch nie gehört, warum nimmt man nicht die alten Vokabeln aus der Klimatologie? Nein, man muss jetzt was Neues machen. Wandel klingt ja auch viel gefährlicher. Ne? Mhm. Wenn sich das Klima wandelt, ist ja was anderes, als wenn es sich nur verändert oder Fluktuationen. Ja, da kommt man ja bitte, das geht auch wieder zurück. Mhm. Aber Wandel ist, es dreht sich alles rum, endgültig aus und für immer. Ne? Das ist eben der, sag ich mal. Sie haben gesagt, diesen Wandel hat man angefangen, so in die Welt hinauszutragen, Mitte der 80er Jahre. 1986. Es gibt ein berühmtes Bild des Spiegels, das auf dem Cover vorne, auf dem Titelbild, den Kölner Dom abbildet, das Erdgeschoss mehr oder weniger im Wasser stehen. Also die Rheingegend überflutet sozusagen. Ja. Was verursacht so ein Bild? Was werden da für Ängste angesprochen? Was ist die Intention von so einem Titelbild? Tja, Urängste im Menschen. Wenn sowas auf uns zukommt, sind wir alles, wo unser Leben ist, bedroht. Mhm. Übrigens war 20 Jahre vorher der gleiche Kölner Dom auch von Gletschern bedeckt.
Da hatte man noch die These, ist mir sehr gefolgt, dass eine neue Eiszeit kommt und dass wir alle vereisen werden. So wie es gab ja in der Vergangenheit mehrere Eiszeiten. Die letzte war die Weichsel-Eiszeit, ist vor 10.000 Jahren zu Ende gegangen. Und da waren die Temperaturen über 30 Jahre hinweg leicht rückgängig. Und schon hat man wieder Ängste geschürt und gesagt, oh Gott, was kommt da für eine Katastrophe auf uns zu? Dann stiegen die Temperaturen wieder, ungefähr 5 Jahre, und zwar zusammen mit der CO2-Kurve. Und man hat gesagt, ja, das ist es. Mensch, das war so. Das CO2 bringt eine Erwärmung. Aha, okay. Und ich habe gesagt, beobachten wir mal weiter, wie lange das so geht. Ich habe es in einer Kurve hier, vielleicht kann man das mal zeigen, von 1900... Wenn Sie es mir geben vielleicht, ja, kann ich es in die Kamera halten. Ja, so. Von 1987 bis 2002, wie man also sieht, ist da die Temperatur angestiegen, und zwar gemittelt. Die untere Kurve ist die Temperaturkurve. Ja, also die untere Kurve hier. Ja, genau. Ja, ja. Und da sieht man, erstmal fällt die Temperatur. Das war, was man gesagt hat, Eiszeit kommt auf uns zu. Hier 75. Da ja, also, genau, ja, genau. Das war so die Phase. Und dann geht es plötzlich andersrum und die Temperaturen nehmen zu. 25 Jahre lang. Ich habe da oben drüber 25 Jahre geschrieben. Ja, genau. Bereich hier, ja. Und in diesem Bereich ist natürlich auch das CO2 angestiegen. Aber nur auch das CO2, das war auch vorher auch schon gestiegen und hinterher auch noch. Und da gibt es eine Spanne von 25 Jahren, wo beide Kurven sozusagen wie parallel ansteigen. Und dann hat man also, 86 war das, die Deutsche Physikalische Gesellschaft übrigens, hat auf einer Konferenz im Hotel Tulpenfeld in Bonn die Klimakatastrophe an die Presse gegeben. Sozusagen die Erfinder sind also die Physiker eigentlich gewesen. Ah, ja. Die haben das gebraucht für andere Zwecke, um die Kernenergie damals zu stabilisieren. CO2 ist ja, kein Kernkraftwerk gibt CO2 ab, bei der Herstellung der Brennstäbe allerdings schon, aber das sehen die Leute ja nicht. Erstmal beim Prozess der Kerntechnik im Reaktor wird kein CO2 abgegeben. Hat man gedacht, oh, diese Kampagne der Kernenergie war ja damals schwer, ist ja immer noch in der Bedrohung. Ja, ja. Und haben gesagt, wir sagen CO2, freie Technik, das ist die Kernenergie, und hat man aufgegriffen und gesagt, Klimakatastrophe. Was für ein Irrsinn, wenn man denkt, CO2 als natürliches Spurenelement zu dämonisieren und gleichzeitig die radioaktiven Abfälle quasi als harmlos darzustellen. Also wenn ich darüber nachdenke, irrsinniger geht es ja gar nicht eigentlich. Ja? Das geht mir manchmal nicht in den Kopf rein. Auf jeden Fall, diese Korrelation, also dass man einen kurzzeitigen Anstieg des CO2s unter Temperatur gemessen hatte, das haben die ganzen Alarmisten dann zum Anlass genommen, um zu sagen, okay, daraus machen wir eine Kampagne. Jetzt fahren wir da das große Geschütz auf, wir müssen die Menschheit wachrütteln, der Klimawandel bedroht uns alle. Die Temperatur wird ansteigen und mit dem Anstieg der Temperatur schmelzen die Gletscher ab und mit dem Gletscheranstieg Wasser hoch, wir saufen ab. Ganz genau. Ja. So, und dann wird natürlich die Urangst der Menschen aktiviert, die Sintflut kommt. Ja, vielleicht ist es so in uns drin verankert durch die religiösen Dogmen auch so, dass man so unterbewusst an die Sintflut erinnert und wir dürfen nicht absaufen. Ja. Aber was ist der große Plan dahinter? Was versuchen die Leute damit zu machen mit diesen Ängsten? Also 86, sagte ich, kam die Klimakatastrophe offiziell in die Presse. In Deutschland war das ja gar nicht das Thema, sondern in den USA wurde das stark aufgegriffen. Und die haben den IPCC gegründet. Und die haben das ist für die, die es nicht wissen, das ist der Internationale Rat für Klimaangelegenheiten. Ja, der Weltklimarat. International Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. Genau. Die haben sofort die Situation erkannt, das ist was für die Politik, weil wenn wir CO2 reduzieren würden, das ist ja das Ziel, man will CO2 reduzieren, dann gibt es eine Entwicklung, Innovationsentwicklung. Wir bauen dann CO2-arme Motoren, die haben wir ja schon inzwischen. Das ist runtergegangen, der CO2-Ausstoß ist geringer. Das ist also so eine praktische Angelegenheit. Man hat Arbeitsplätze, wirtschaftliches Wachstum. Das steckt dann alles da drin. Das ist ja toll. Ich habe ja auch nichts gegen wirtschaftliches Wachstum. Ist eigentlich okay. Nur warum benutze ich denn das CO2, wo gar nichts dahinter steckt? Warum sage ich einfach nicht mit der Wahrheit? Wie wäre es denn damit, wenn ich sowas möchte? Oder die fossilen Brennstoffe in der Erde lassen? Dann sage ich, ja gut, ich möchte das. Ideologisch ist eine Absicht. Aber da muss man das CO2 erfinden. Was gar nichts, also das ist eben die Methode gewesen. Das glauben viele Leute, die haben das gesehen. Ich habe damals das übrigens auch geglaubt. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Kampagne losging. Mauna Loa-Kurve, das ist diese gezackelte CO2-Kurve. Und der Temperaturanstieg. Ich habe gesagt, oh,
Das hast du bisher in deiner Doktorarbeit, in deiner Habilarbeit völlig weg. War für mich was ganz Neues. Und dann fing ich an, nachzubohren. Und habe ich gemerkt, oh, es gibt ja immer mehr Zweifel daran. Mhm. Heute ist es so, und das ist eigentlich schon ein paar Jahre her, dass man den Treibhauseffekt als solchen, als physikalischen Effekt, ja in Frage stellt. Das sind ein paar Leute, wie Gerlich und Scheuschner, kann man im Internet nachschauen, die haben einen theoretischen Beweis, also theoretische Physik, einen Beweis geführt, dass es den Treibhauseffekt, so wie er uns erzählt wird, gar nicht geben kann. Mhm. Dann habe ich auch gedacht, ja, da ist aber was, da musst du mal genauer hinschauen. Das war so ein Busche, zumal ich war ja Fachmann auf dem Gebiet. Mhm. Habe also dann da reingekniet und habe gemerkt, da läuft so viel falsch und da wird so viel manipuliert auch vom IPCC und den Nachfolgeorganisationen, mhm, wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ja. Und dann kam natürlich der Punkt noch, wo das in die Forschung reinging, an die Universitäten, mal gesagt hat, ihr wollt doch Drittmittel einwerben. Dann wird vom Staat werden Themen gesteckt und der Klimawandel ist ein so ein Thema. Und wenn ihr da forscht und bringt Ergebnisse, die da konform sind mit unserer Meinung, dann gibt es Fördergelder. Und viele Wissenschaftler sind natürlich darauf angesprungen, mhm, weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, die Universitäten haben gar nicht die finanziellen Möglichkeiten. Sie sind heute auf Drittmittel angewiesen. Okay. Also macht man das. Es gibt Kollegen, die haben gesagt, es gibt auch einen Ausdruck für Leute, die sich für Geld verkaufen. Was war ja, das noch genau. Ja, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Irgendwie. Ich kenne die Formulierung, der Kollege sagte, viele Teile der Wissenschaft, nicht alles, Teile der Wissenschaft benehmen sich wie eine Hure. Für Geld. Das war es, genau. Für Geld tun sie alles. Aha. Das ist traurig. Und vor allen Dingen wird die Wissenschaft von der Politik oben gesteuert. Man kann nicht mehr wie früher forschen, was mir Spaß macht, was wichtig ist, wo ich Wahrheit finde, sondern wo ich Geld kriege. Das ist der entscheidende Punkt. Die Kollegen, die Sie gerade erwähnt haben, die haben also quasi erstmal einen physikalischen Beleg gebracht, dass der Klimawandel, dass der Treibhauseffekt so gar nicht stattfindet. Was ist denn die offizielle Version des Treibhauseffektes? Wollen wir das mal kurz definieren? Was wird denn dem CO2 eigentlich vorgeworfen? Also den Treibhauseffekt hat erstmal Arrhenius ins Feld gebracht, das ist ein schwedischer Forscher. Der hat 1905, glaube ich, diese Theorie aufgestellt, dass das CO2 in der Atmosphäre, das ist sehr dünn, da ist 0,04%, das ist sehr wenig, dass das bei der Rückstrahlung von der Sonne strahlt auf die Erde, es gibt eine Rückstrahlung, die ist langwelliger nach dem Wien'schen Verschiebungsgesetz. So, und das CO2 in der Atmosphäre nimmt das auf und strahlt es wieder zurück. Moment, dass ich das richtig verstanden habe, die Sonnenstrahlung erwärmt die Erde und diese von der Erde zurückgestrahlte infrarote Strahlung wird von dem CO2 absorbiert. Genau, oder absorbiert, gestaut. Oder, ganz genau. Ja, und da kommen schon die ersten Zweifel bei mir, sage ich mal. Warum strahlt denn das CO2 zurück auf die Erde? Warum strahlt es nicht diese Energie anders hin? Ja. Nach oben, zur Seite oder irgendwie? Und außerdem weiß doch jeder Schüler, dass erwärmte Luft nach oben steigt. Wir haben doch ein offenes System, die Atmosphäre ist ein offenes System. In der Physik werden oft geschlossene Systeme betrachtet. Da kann man ein paar Parameter sagen wir, rausnehmen bei tiefen Temperaturen, da spielt dann die Zimmertemperatur keine Rolle mehr. Oder man kann ein Magnetfeld wegnehmen, was stört, oder eins bringen, wann ich es brauche. Da kann man also in geschlossenen Systemen kann man alles Mögliche konstruieren. Nur die Erde, die Atmosphäre ist kein geschlossenes System. Also nach das oben Bild, offen. Das wir haben von einem Treibhaus, ist ja ein Gewächshaus, wo ich Tomaten züchten möchte oder andere Pflanzen im Winter, dass es eben nicht so kalt wird. Ich kann es beheizen, weil die Energie drin eingefangen wird. Ja. Also ist das Bild an sich komplett falsch, weil wir haben ja keine Glasscheiben oben an der Atmosphäre, die Luft einschließen. Ja, die Treibhausbefürworter sagen ja, die Decke, dieses Glas, das wäre, also Glas in Anführungszeichen, das wäre das CO2. Ach. Wobei es ja 0,04% Spurengas ist. Aha. Und wie gesagt, warum soll es das dann zurückstrahlen? Warum ist also nochmal 1%, 0,04%, das sind also 0,04%. Ja. Und das soll quasi die Decke sein. Ja, sozusagen. Die Strahlungsdecke, wo die Strahlung nicht mal raus kann, sondern nur zur Erde zeugt. Also ich habe jetzt keine Physik studiert, aber irgendwie sagt mir, dass das nicht ganz aufgeht, die Rechnung. Das kann auch nicht aufgehen. Deswegen auch diese Theoretiker, die gesagt haben, es gibt gar keinen Treibhauseffekt. Das ist nicht möglich. Es ist ein offenes System. Mhm. Und wie gesagt, wenn sich das CO2 und die umgebende Luft erwärmt, also die Wärme absorbiert, dann steigt es eigentlich nach oben weg und kann doch die Erde, Atmosphäre unten nicht aufheizen. Mhm. Gibt es also einige. Und es gibt immer noch keinen Beweis für den Treibhauseffekt. Ich habe ja vor Jahrzehnten, sag ich mal, Physik auch studiert
Und ich hatte dann damals den Gerzen und Pohl und so, diese klassischen Hochschullehrbücher der Physik. In keinem stand was von Treibhauseffekt. Das kam erst später, ja. Ich glaube, steht immer noch nicht drin. Wenn man sich nicht sicher war, gibt es denn überhaupt? Und ich habe eine Theorie, also dieses Papier von Tscholschner und Gerlich, das habe ich einem theoretischen Meteorologen mal zugeschickt an der Uni, weil ich wusste, der kennt sich in der Theorie. Das ist ja nur Mathematik, was die da machen. Das ist ja gar keine Meteorologie mehr. Zugeschickt mit der Bitte, er möge das mal kritisch sich anschauen, was er davon hält. Da wird behauptet, es gibt den Treibhauseffekt gar nicht. Ich würde gerne eine Rückantwort haben. Der hat sich nicht mehr gemeldet. Ich vermute mal, dass der die Arbeit gelesen hat, verstanden hat, gesagt, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann stehe ich als Außenseiter da. Ich denke mal, Schweigen ist an vielen Stellen das richtige Mittel, glauben jedenfalls viele Leute. Nur nicht auffallen, das könnte ja der Karriere schaden. Ich bin daraus richtig laut geworden, als ich im Ruhestand war. Da habe ich gesagt, jetzt kann ich ja jedem sagen, was war. Kann mir der Dienstherr nicht mehr ans Zeug flicken. Ich erinnere mich an eine Kampagne, als das Thema Klimawandel so richtig lanciert wurde im Jahr 2007. Da hat ein ehemaliger Präsidentschaftsanwärter der Vereinigten Staaten namens Al Gore hat eine große Filmkampagne gemacht, oder man hat mit ihm zusammen einen Film gemacht, einen Dokumentarfilm. Er war quasi der Erzähler, derjenige, der durch den Film geführt hat, der Anchor, der Host. Und dieser Film wurde sowohl mit dem Oscar ausgezeichnet, als auch eher mit dem Friedensnobelpreis. Also ich glaube, das erste und das einzige Mal in der Geschichte, dass jemand diese beiden Preise miteinander vereint hat. Also dass man dem Film dieses Prädikat gegeben hat, bester Dokumentarfilm des Jahres, wichtig. Oscar heißt immer ganz besonders wichtig. Und natürlich ist der Friedensnobelpreis auch nicht nur irgendein Paper, sondern das bekommen die großen moralisch-ethischen Führer in unserer Gesellschaft. Wer hat denn das alles gekriegt? Also man weiß es ja. Ich habe jetzt keinen Namen parat. Irgendwie, ich weiß nur, Gandhi hätte ihn eigentlich verdient, aber der wurde 5-mal vorgeschlagen und das Veto der Engländer hat verhindert, dass er ihn gekriegt hat. Ja. Politische Sache. Ja, die waren sauer wegen Indien. Ja. Das war ein bisschen schlechte Absatzmärkte seitdem. Ja. Aber eigentlich eine große Auszeichnung. Und Al Gore hat natürlich dann auch, nachdem dieser Film in die Medien kam, eine riesen Kampagne gestartet, der dann durch die Welt getingelt ist. Und soviel ich weiß, hat jede deutsche Schule so eine DVD in ihrer Videothek hängen. Und das ist Pflichtprogramm für alle deutschen Schüler. Ja. Wollen wir mal auf diese Grafik eingehen, die der Herr Gore in diesem Film so gezeigt hat. Vor allem, weil Sie darüber gesprochen haben, dass Wirkung und Ursache, Ursache und Wirkung miteinander vertauscht worden sind. Es gibt... Derjenige, der den Film kennt, kann sich's gut vorstellen. Eine Passage, in der er vor einer riesengroßen Dia-Leinwand steht, wo der Verlauf der Temperatur und der CO2-Entwicklung in den letzten 800.000 Jahren dargestellt wird. Ja. Und man sieht dann eben, das CO2 geht hoch, die Temperatur geht hoch. Das CO2 geht runter, die Temperatur geht runter. Und man sieht eine gewisse Korrelation. Wenn man aber den Maßstab verändert und das Ganze aufzieht mal, dann sieht man, dass nämlich zuerst die Temperatur sich verändert und dann die CO2-Werte. Erstens, wieso hat er das so falsch dargestellt? Und zweitens, warum ist das überhaupt so? Falsch dargestellt würde ich mal im ersten Moment nicht sagen, weil der Maßstab war sehr grob im ersten, so um 2000 rum. Naja, falsch dargestellt, man hätte es ja auch deutlicher darstellen können. Ja. Also bewusst nicht ganz darauf hingewiesen, könnte man vielleicht sagen. Ja. Aber 4 Jahre später kam dann die Auflösung, als man den Maßstab vergrößern konnte und so sozusagen nicht nur 10.000 Jahre, sondern ein paar hundert Jahre auflösen konnte. Da zeigte sich genau, was Sie gerade gesagt haben, dass eben die Temperatur vorausläuft und das CO2 600 bis 1000 Jahre später kommt. Es gibt also eine Reaktion des CO2 auf die Erwärmung oder Abkühlung. Und wie ist das zu erklären? Das war lange im Dunkeln und ich habe mich dann mal gewagt, zu sagen, wie es sein könnte. Das sagt mir eigentlich die Kurve, wenn ich es anschaue im Laufe der Eiszeit. Wenn das CO2 abhängig ist von der Temperatur, dann kann das auch noch Folgendes bedeuten. Die Erde erwärmt sich in einer Warmzeit. So, wenn in einer Warmzeit es auch die Meere sich erwärmen, dann geben die Meere das im Meer gelöste CO2 ab, ganz langsam ab. Und das sind die Meere ja riesengroß sind, dauert das 600 Jahre so ungefähr. Also die Meer erwärmt sich und CO2 wird abgegeben. Stellen Sie sich vor, Kohlensäure. Also sprich, die Atmosphäre erhitzt sich oder wird wärmer, dadurch werden die Meere auch langsam wärmer
Und je wärmer das Wasser ist, desto mehr kann das CO2 entweichen, desto mehr wird ausgegast. Natürlich. Nehmen wir doch mal eine Flasche mit Kohlendioxid. Das ist ja auch hier bei uns im Mineralwasser drin. Ja. Wenn Sie die warm machen, kommt das Kohlendioxid raus. Wenn es kalt wird, sprudelt es weniger. Geht es wieder in Lösung? Nee, es geht wieder in Lösung sogar. Wenn es richtig kalt wird, geht CO2, das in der Atmosphäre ist, wieder in Lösung und ist im Wasser drin. Und das ist immer dieser Verzögerungseffekt, weil eben die Meere so gigantisch groß sind und das ja ganz langsame Prozesse sind. Vor allem so tief sind. Also 90% unserer Meere sind ja tiefer wie 3000 Meter, habe ich mal gelesen. Also dieser gewaltige Energieaustauschprozess, der hat diese Verzögerung zur Ursache, oder? Ganz genau. Und dann hat man es auch verstanden. Ich sage, das kann eigentlich jeder verstehen. Da muss man kein Klimawissenschaftler sein. Mhm. Wenn, das Experiment, ich erwärme Mineralwasser und dann kühle ich es ab. Das kann ich allerdings im Experiment nicht so leicht machen. Mhm. Das muss richtig kalt werden. Dann geht das CO2 wieder in Lösung, wie der Chemiker sagt. Und dieser Prozess hat immer wieder stattgefunden. Und immer Vorreiter, aber die Temperatur und hinterher kleckert, sage ich mal so leger, das CO2 rauf und runter. Mhm. Wenn man das nicht so genau auflöst, denkt man, da haben wir den Beweis. Ja. Übrigens, diese Kurve hier, die ich hier gezeigt habe, die 25 Jahre, da habe ich mich mal geäußert im Internet und sagte, das ist eine Zufallskorrelation. Nicht kausal bedingt, sondern Zufall. Da bekam ich also von den Klimawandlern, so nenne ich diese Leute, die Alarmisten, den Vorwurf, ob ich denn diese Kurve von 800.000 Jahren bis heute nicht kenne, wo man doch sieht, dass beides nebeneinander hergeht. Die wussten das natürlich inzwischen, ist ja längst bekannt. Okay, aber so wird argumentiert, wenn man da zu forsch auftritt, sag mal, das ist doch kein Zufall, die 800.000 Jahre. Und das hier, das wäre eine direkte Wirkung. Mhm. Da müsst ihr sofort reagieren. Und was ist denn mit nach 2003? Da geht die Temperatur wieder runter, das CO2 steigt aber weiter. Mhm. Weil die Meere immer noch entgasen, immer noch das CO2 abgeben. Bis wir wieder auf dem Weg sind in eine Kaltzeit, 600 Jahre später, wird dann das CO2 weniger werden. Also wir werden in der Zukunft einen Anstieg der CO2-Werte haben. Jetzt, bin ich ziemlich sicher. Und das ist mit Sicherheit kein Wert, um jetzt Panik zu schüren, sondern das ist eigentlich fast eher das Gegenteil. Ja. Je mehr CO2, desto mehr Pflanzenwachstum. Ja, genau. Wir haben ja auch Phasen in unserer Erdgeschichte gehabt, wo es 10-mal so hohe CO2-Anteile in der Atmosphäre gab. Und wir haben Blätter gehabt mit 1 Meter Größe und Pflanzenwachstum, was weiß ich. Ja. Ich kenne jetzt die Namen nicht für diese Zeiten. Cambrium oder wie sie alle heißen, Jura. Davor noch Präkambrium, ja genau. Sowas, ja. Dass es also gigantische CO2-Werte gab mit den gleich großen Ergebnissen. Ist es nicht schizophren, dass unsere Bauern und quasi landwirtschaftlichen Erzeuger in ihre Treibhäuser CO2 reinschieben, damit mehr Pflanzen rauskommen und unsere Politiker sagen, das ist ein Giftgas. Das ist ja genau was ich dem ZDF auch vorgeworfen habe. Ja, Sie haben einen Brief geschrieben an das ZDF, ich habe ihn auch vor mir liegen. Was war denn da der Anlass für Sie, diesen Brief zu schreiben? Der Anlass war jetzt ganz konkret, das war im Zusammenhang mit der Konferenz in Paris. Wenn Sie die heute, ich bin sehr oft ans ZDF gewandt, dann ist der Klaus Kleber sitzt da und spricht über den CO2-Eintrag der Industrie natürlich in die Atmosphäre. Mhm. Und im Hintergrund steht so ein Bild, wo Sie so schwarz rauchende Industrieschornsteine sehen. Ja. Er sagt aber nicht, das ist die Ursache, sondern er lässt den Zuschauer Schlüsse ziehen und sagt, aha, immer mehr CO2 in die Atmosphäre. Und so schwarz ist es, muss ja ein Umweltgift sein. Dunkel, giftig, böse. Dabei ist CO2, das weiß eigentlich, wenn der Schule war, Chemie gehabt hat, ist ein geruchloses, unsichtbares, harmloses Gas. Ich kann es sogar produzieren. Ja, natürlich. So, jetzt. Und hier kommt es auch raus. Ja. Also es wird da mit falschen Bildern schon gearbeitet. Ja, man versucht da Emotionen zu manipulieren, damit Menschen sich von diesen Bildern dann auf die falsche Fährte locken lassen. Ja, genau. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Wie war denn die Reaktion auf Ihren Brief? Ja, ich bekam also eine Antwort. Ich hatte ja erstmal an den Intendanten geschrieben. Das war auch damals mein Kontakt vor 3 Jahren. Und dann gibt er das weiter, weil er sich wahrscheinlich sagt, die Details. Dafür habe ich ja eine Umweltredaktion. Mhm. Hat dann einen Angriff geschickt. Und von dem bekam ich zurück eine Antwort. Ein paar Wochen gedauert. Ja, wir gehen davon aus, Wissenschaftler im Weltklimarat, die sind unsere Quelle. Da gehen wir aus und er sagt ja gar nicht Szenarien, sondern es ist ja bewiesen, dass CO2 die Temperatur erhöht. Stimmt nicht, weil es sind Computersimulationen. Und wer sagt dann, dass der IPCC die Wahrheit verkündet? Es gibt so viele IPCC-Kritiker inzwischen, dass man sich wundert, dass die das überhaupt noch sich trauen zu sagen, das ist unsere Quelle.
Und wenn Sie genau hinschauen, wer sitzt denn im IPCC drin, im Klima? Das ist Eisenbahningenieure. Ja, Ingenieure zum Beispiel. Der Rajendra Pachauri. Ist so einer, genau. Ja. Die sich als Wissenschaftler ausgeben. Natürlich sind vielleicht Wissenschaftler, okay, oder Ingenieure. Aber die vom Klima eigentlich nicht viel verstehen. Da ist da nur einer dabei, der vom Klima was versteht. Und alle anderen sind Politologen, Sozialwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler. Und das ist die Ebene, auf der der Klimawandel läuft. Das ZDF hat einen wirklich sehr sympathischen Klimawissenschaftler, Mojib Latif heißt er, glaube ich. Ja. Ich denke, er ist indischer Abstammung, muss aber in Deutschland aufgewachsen sein, glaube ich, weil er spricht akzentfreies Deutsch. Er ist Deutscher, glaube ich, auch. Ja. Und wenn ich dem zuhöre, habe ich immer ich höre dem gerne zu, weil er so eine sonore Stimme hat und irgendwie so rüberkommt als so der naja, nicht Märchenonkel will ich jetzt nicht sagen, sondern halt einfach, man hört dem Mensch gerne zu, er ist sympathisch, authentisch, so kommt er irgendwie rüber. Aber was halten Sie von den Aussagen von dem Herrn, wenn er nämlich genau in das Horn der Alarmisten bläst? Ja, Sie haben selber das Wort hier Märchenonkel gebracht. Ich bleib dabei. Das war jetzt unterbewusst vielleicht. Aber ich bleibe dabei, für mich ist es ein solcher, weil er hat im Jahre 2000, am 1. April 2000 hat der Spiegel das veröffentlicht, es war kein April-Scherz, sondern es war zufällig am 1. April, und da hat Professor Latif gesagt, Winter, so harte Winter mit tiefen Temperaturen, Eis und Schnee, wird es bei uns in Zukunft in unseren Breiten nicht mehr geben. Mhm. Sehr gewagt, sich weit rausgelegt das Fenster. Ne, anscheinend hat er auch dran geglaubt, nehme ich mal, zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Und dann kamen die Winter 2011, 2012, 2013, wo wir hier Schnee hatten, ohne Ende, hintereinander in Folge, drei harte Winter und es hat auch dann dazwischen schon immer wieder mal geschneit. Wir hatten auch jetzt wieder Schnee. Also diese Aussage, wird es in unseren Breiten nicht mehr geben, Schnee und Eis und diese Kälte, da hat man ihn noch festgenagelt. Also aber ich erinnere mich, das ist auch immer ein Argument, was man mir vorwirft, wenn ich sage, Klimawandel gibt es nicht, aber früher hat es viel mehr geschneit. Also als ich Kind war in den 70er Jahren, erinnere ich mich wirklich, es hat im Oktober, Ende Oktober, November angefangen zu schneien und der Schnee lag bis März. Und zwar manchmal so, manchmal so. Mhm. Wir haben Iglus gebaut und wirklich Schneehäuser und sind immer im Winter unterwegs gewesen, die ganze Saison eigentlich. Das erlebe ich jetzt nicht mehr. Also meine Frau war sehr glücklich, dass es wenigstens mal ein paar Tage geschneit hat jetzt. Jetzt ist es schon wieder weg. Wir hatten, die eine Woche waren 15 Zentimeter und vorgestern waren 15 Grad in München. Ja. Also ist das nicht aber ein Zeichen dafür, dass da irgendwie sich doch was wandelt oder ist das nur eine lokale Fluktuation? Man muss unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Was kurzfristig abläuft, über bis zu 10 Jahren oder auch 20 Jahre hin, das muss man in das Paket Wetter reinpacken. Das Wetter variiert, wie man auch hier sieht, die Temperatur, das variiert unheimlich stark. Wir haben mal einen kalten Winter, mal einen warmen Winter. Und jetzt ein warmer Winter da war, kommen die Alarmisten und sagen, Klimawandel. Mhm, Klima beginnt aber erst mindestens 30 Jahre. Muss ich zurückgehen und mir die Temperaturkurve und die anderen Parameter, die meteorologischen Parameter anschauen, dann kann ich eine Aussage machen über Klima. Noch besser, ich habe 50 oder 100 Jahre zur Verfügung. Mhm. Also das sind Wetterereignisse. Mhm. Und auch die Extremwetterereignisse, die immer wieder ins Feld geführt werden, das wären Folgen des Klimawandels. Ne? Kann ich sagen, es hat schon immer Extremwetterereignisse gegeben. Nur jetzt sind mehr Kameras da, oder? Kann das sein vielleicht? Oder? Es wird mehr beobachtet, richtig. Mhm. Aber auch gesucht nach diesen Ereignissen. Genau. Einfach, ja. Selektive Statistik hatte ich da auch übergeschrieben. Man sucht sich das raus, was in mein Denkschema gut reinpasst. Und die Dinge, die dem entgegensprechen, das wird nicht erwähnt. Ich erinnere mich an einen Bericht von einem Polarforschungsschiff, von einem Eisbrecher, die CGS Amundsen. Das ist ein Schiff, das war im antarktischen Sommer 14-15 unterwegs. Also wenn wir Winter haben, hat ja die Antarktis die Sommerperiode von der Südhalbkugel. Und dieses Schiff war mit einer Gruppe von Klimafolgenforschern in der Antarktis unterwegs. Und dieses Schiff wurde von seiner Mission zu forschen abgezogen, weil so viele andere Schiffe im antarktischen Eis eingeschlossen waren, weil es Rekordeismassen gab in der Antarktis und die konnten nicht mehr forschen, weil der Eisbrecher benötigt worden ist, um die Schiffe zu befreien. Ja, ja, genau. Also ich fand es so eine Ironie des Schicksals, dass ein Schiff vollgepackt mit Wissenschaftlern, die den Klimawandel erforschen wollen, dass die im Eis eingepackt werden. Ja. Ja, das ist schon mehrfach passiert. So etwas wird dann nicht erwähnt, ja. Ja, die Antarktis, wenn man genauer hinschaut, das Eis nimmt eigentlich zu, der Antarktis. Und es gibt ganz wenige Regionen,
in der Nordwestantarktis. Da sind so kleine Meeresströmungen, die bringen das Eis da zum Schmilzen, sage ich mal, es ist wärmer, es entsteht kein neues Eis. Ansonsten aber 98% der gesamten Antarktis ist es eiskalt, es wird noch kälter und das Eis entsteht. Das wird auch verschwiegen. Mhm. Ich kann mich gut erinnern an einen Bericht, war auch Greenpeace dahinter, die haben also gesagt, es ist die Antarktis taut, das Eis, wenn das so weitergeht, betrachten aber nur diese kleine Stelle der Antarktis. Da haben Sie natürlich völlig recht, wenn Sie sagen, das wird verschwiegen. Ich habe sowieso nicht verstanden, wenn jetzt wirklich die Temperatur für 2 Grad ansteigen würde. In der Antarktis hat es im Schnitt minus 10 Grad. Bei minus 8 Grad ist Wasser immer noch gefroren. Also selbst wenn es um 10 Grad ansteigen würde, wäre ja immer noch der meiste Teil unter 0 Grad in der Antarktis. Ja. Wie soll das dann schmelzen? Ja. Ja. Also es ist wirklich erstaunlich, wie selektiv manche Leute dann eben mit diesen Informationen umgehen. Ich war mal in einem Seminar, habe da ein paar Vorträge gehalten und in diesem Seminarhaus in Bonn im Albert-Schweitzer-Haus war auch eine Gruppe von anderen Seminaren, die da stattgefunden haben. Und eine der Grünen hat auf dem Programm gelesen, dass ich Klimawandel Fragezeichen als Themenpunkt hatte. Mhm. Boah, das war eine heftige Diskussion mit der Dame und wie gefährlich unsere Arbeit ist, was wir hier machen, oder dass das schon fast kriminell ist, wie, was wir hier postulieren und behaupten und so weiter. Die kam gar nicht auf die Argumente. Also ich bin gar nicht in die Lage gekommen, ihr zu erklären, was ich eigentlich recherchiert habe. Ja? Mhm. Das, was Sie und Ihre Kollegen eben seit Jahren auch sagen, dass das Quatsch ist und so weiter. Mhm. Ist es dann jetzt schon auf der Ebene einer Glaubenssache angekommen, einer religiösen Sache, dass wenn man das anzweifelt, dass man deren Dogma quasi beleidigt? Tja, da muss man hören, was so der Sozialwissenschaftler Professor Bolz, TU Berlin, gesagt hat. Es ist, der Klimawandel ist nicht wissenschaftlich, sondern das ist zu einer Religion geworden. Mhm. Man kann nur, was will man auch mehr machen? Die Leute glauben dran oder sie glauben nicht dran. Wer kann die Argumente schon hin und her oder für und wieder abwägen und sagen, das ist richtig, das? So, man glaubt es einfach. Und wann glauben wir was? Wenn wir mit den Medien, durch die Medien berieselt werden. Mhm. Sie brauchen immer wieder Wochen berieseln. Lang hört und immer genau, wieder und dann wird es richtig, ist richtig tief. Deswegen geben doch die meisten Leute, wenn sie fragen, ja, Klimawandel ist ganz Schreckliches. Dabei sind das immer noch Szenarien, Computersimulationen, wo dieses Stadium nicht hinausgekommen sind. Mhm. Und warum gibt es dann in den Medien die Behauptungen, dass es der wissenschaftliche Konsens ist, dass die Wissenschaft der Welt quasi jetzt den Konsens erarbeitet hat, dass das Fakten sind? Stimmt das überhaupt? Sind es die Tausenden von Klimawissenschaftlern oder sind es nur ein paar kleine, die die Meinung, ein paar wenige, die die Meinungshoheit an sich gerissen haben und dann das damit verkaufen wollen? Letzteres würde ich sagen, ganz klar. Mhm. Denn es gibt immer mehr im Laufe der, das ist ja schon 30, ist übrigens 30 Jahre jetzt dieses Jahr. Ne? Ja, dieser Klimawandel war ja, oder diese Klimakatastrophe wurde ja 1986 ausgerufen. 30 Jahre lang und es ist nichts Wesentliches passiert. Es ist nicht wärmer geworden. Man sucht aber immer nach welchen. Da kommt ein Wetterereignis, schon, oh, der Winter da war jetzt sehr mild, also Klimawandel. Man sucht regelrecht selektiv, ne, heraus, was passt denn jetzt zu dem Klimawandel. Und das Kurioseste war ja noch vor ein paar Jahren, als es wirklich so kalt war. Der Winter war sehr, sehr kalt. Mhm. Da war man natürlich jetzt in Bedrohung. Ne? Was machen wir denn jetzt? Es ist so kalt. Da kamen tatsächlich Wissenschaftler, haben gesagt, also Klimawandler, die gesagt haben, die Kälte, ich kürze das mal ein bisschen, die Kälte ist ein Zeichen der Erderwärmung. Ich dachte, was ist denn das jetzt? Ja, das wurde aber ernsthaft vertreten. Da wurde das mit dem Golfstrom argumentiert und man hat sich richtig gedreht, im Kreise irgendwie zu finden, dass auch die Abkühlung eigentlich ein Zeichen des Klimawandels ist. Da habe ich gesagt, ja, was denn jetzt? Wenn es kälter wird, ist es Klimawandel. Wenn es wärmer ist, der findet es auch Klimawandel. Da ist ja immer Klimawandel. Ne? So sieht das dann aus, ein Argument. Ja, dann ist man immer auf der Seite, wir haben Klimawandel. Egal, was passiert. Mhm. Also dient als allgemeine Entschuldigung für alles. Ja. Alle Tornados, alle Stürme. Es wird heißer, Klimawandel, es wird kälter, ja, Klimawandel. Ja, ganz klar. Ja, also immer ist es der Klimawandel, weil es auch in den Köpfen der Leuten ja angekommen ist. Ja. Weltweit weiß jedes Kind, was das Klimawandel ist. Ne? Ja, gerade die Kinder werden damit schon indoktriniert, dass die Kinder den Eltern, Erwachsenen vorschreiben, was sie machen müssen. Die unsägliche Entwicklung mit den Energiesparlampen, dass Quecksilber okay ist, aber die kleinen Glühbirnen, die sind die bösen Teufel. Ja, so. Ja, ja, ja. Das ist eine schreckliche Entwicklung. Aber wie brechen wir denn aus diesem Teufelskreis? Ist es machbar nur über Informationen, wie wir jetzt auch mit diesem Gespräch versuchen, mehr Leute zu erreichen? Oder gibt es andere Dinge, die wir tun können, um quasi diese Meinung aufzubrechen?
Ich glaube, es kann nur durch Informationen passieren. Und ich setze darauf, dass die, weil so schön der mediale Widerstand im Internet, ne, dass der immer mehr akzeptiert wird und aufgegriffen wird als echte Alternative zu diesen klassischen Mainstream-Medien. Ne, ich sage immer Staatsfernsehen. Ich habe auch dem Herrn Bellu das präsentiert. Ja. Wir haben ein Staatsfernsehen. Ne, wenn man mal schaut, wer sitzt in dem Fernsehrat, ARD und ZDF-Fernsehrat? Politiker. Politiker, fast die Hälfte, und die anderen sind, die in einer Partei sind. Und da kommen noch so kleine Randgruppen dann aus der Kirche und sowas alles. Aber im Grunde ist das Politik, die da drin sitzt. Und natürlich die politische Meinung da auch sich anschaut. Ich will jetzt nicht sagen, zensiert wird, aber man schaut ganz genau, was wird da gesagt. Können wir das so durchgehen lassen oder nicht? Es ist quasi eine Zensur. Ja, also das Wort Zensur ist hier nicht für jeden am Platz, glaube ich. Wenn da Menschen wie Sie eingeladen werden in einer Talksendung und vier Leute plus der Moderator gegen einen wettern, dann ist das klar, dann ist das Meinungsschreddern. Also der Gerhard Wisniewski hat neulich in einem Interview hat gesagt, Talkshows sind Meinungsschredder. Da kann man also quasi dem Publikum suggerieren, was der Einzelne da sagt. Das ist totaler Quatsch, weil das Publikum auch immer an den richtigen Stellen klatscht und der unbedarfte Zuschauer dann die Meinung aufnimmt. Das ist eine Randmeinung, die kann man ruhig vergessen. Wichtig ist das, was die Experten sagen und diese Meinung nehme ich mir auf, weil man schließt sich ja gerne dem Konsens an. Naja, wer schwimmt schon gerne gegen Strom? Ja, eben. Das ist ja anstrengend. Ich auch, aber es gibt andere Wissenschaftler, die tun das ganz bewusst. Wir müssen aufhören mit dem Blitz, wir müssen informieren. Und wenn die Medien das nicht machen, das Staatsfernsehen oder der Rundfunk das nicht macht, dann müssen wir andere Wege suchen. Und das ist eine wunderschöne Schiene, dass jetzt diese außerhalb eben der Medien, dass wir jetzt auf dem Internet die Möglichkeit haben, uns von der anderen Seite mal zu informieren. Und das sehe ich die Chance dran, denn man wird das so schnell nicht aufgeben. Das Fatale ist ja eigentlich, dass die Wissenschaftler, die das heute vertreten, die Politiker, im Jahre 2100 gar nicht mehr auf der Bühne stehen. So sagt man, das Ergebnis, was wir vorhergesagt haben, das muss ich im 2020 gar nicht mehr vertreten. Da bin ich gar nicht mehr gefragt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Methode. Ja. Wenn man so vorgehen kann, sagt das Ergebnis, ne, nach mir die Sintflut. Ja, das Gebot der Stunde, Information, Menschen aufklären, neue alternative Medien. Und deswegen machen wir das ja auch. Und deswegen finde ich es toll, dass Sie nochmal zu uns gekommen sind. Also vielen Dank für Ihre Ausführungen und auch weiterhin viel Erfolg mit Ihren Forschungen. Wir bleiben natürlich dran an dem Thema. Und alles Gute für Sie, Professor Köster. Ja, danke schön. Ja, und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Und denken Sie immer dran, gegen den Strom schwimmen ist zwar anstrengend, aber nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt auch an die Quelle. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Alles Gute.